Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bob's Mods. Mein Name ist HostesD und letztes Mal haben wir uns all die Materialien besorgt, die wir für ein Atomkraftwerk brauchen. Ich pack das mal hier rein. Vielleicht nicht die, denn die brauchen wir jetzt zuerst. Wir sind hier, wenn wir das auf der Karte anschauen, im Osten, Westen von unserer Basis, hier zwischen ein paar Erzfeldern. Und ich denke, hier machen wir etwas Landfill rein, Landaufschüttung, damit wir unseren Reaktor hier platzieren können. Denn möglicherweise wollen wir dann hier eine Bahnlinie haben, die hoch und runter geht. Für den Atomreaktor brauchen wir etwas an, Wasser. Drum ist es günstig, wenn wir hier eine gerade Kante haben. Und ich denke, wir haben hier irgendwo eine Blaupause für einen Reaktor. Und dieser sollte gut genug sein, für das, was wir hier benötigen. Wir werden allerdings die Rohre mit Kupferrohren austauschen. Und dann bin mir nicht sicher, ob wir dann genügend Wasseranschlüsse haben, denn diese Blaupause hat 4 und ich weiß nicht, ob das ausreicht. Gut, wir werden das hier aufbauen lassen und dann Pumpe hier, Pumpe da. Und dann sollten wir sehen, wie wir das Ganze zusammenbekommen. Initial werden wir hier die Befüllung manuell machen müssen. Denn wir haben die Logistikroboter noch nicht für das, was wir brauchen. Aber eventuell werden wir auch das zusammenbekommen. Und ich gehe da mal ein bisschen auf Tour, so dass ich mir die fehlenden Bestandteile noch zusammensammeln kann. Alles, was uns hier jetzt noch fehlt, ist etwas Logistik, der Anschluss an unser Stromnetz und was zum Verbrennen. Und das ist dann auch gleich der nächste Bestandteil, um den wir uns kümmern wollen. Denn wir müssen die Uraniumzellen herstellen. Und das machen wir am besten hier. Und wir wollen sicherstellen,
dass wir da nicht alles alles verbrauchen, was wir haben. Drum machen wir das so. Hier einmal und hier einmal. Wenn wir hier eine volle Kiste haben, das sind 4800, dann schick uns ein grünes Signal. Wenn wir hier von denen mehr als 200 haben, schicke mir ein grünes Signal. So. Und jetzt können wir hier den Output nehmen. Und dann brauchen wir hier eine Maschine. Und einen Knickarm. Und den Knickarm schließen wir an Logik an. Und nur wenn wir hier genau zwei grüne Signale haben, so wie wir das jetzt haben, darf geknickt werden. Und herstellen wollen wir die hier. Und dafür werden wir auch noch Blei benötigen. Und das Ganze muss dann auch irgendwo versorgt werden. Machen wir da in eine Kiste rein. Und Blei bekommen wir da oben von unserem Bus. Hier oben. Und zwar habe ich da dann sicher zu wenig von den Bändern, von den Untergrundbändern. Aber wir machen das hier runter. Und was fehlt uns da? Eisen. Wie sollte es auch anders sein? Es ist immer das Eisen. Und wenn es nicht das Eisen ist, ist es das Kupfer oder Zinn. Wir machen das etwas weiter nach hinten. Nein, dann kommen wir hier unten daran vorbei. Und die Bleiplatten, die ich jetzt schon in der Tasche habe, die kann ich ja schon mal da reinwerfen. Und dann sollten wir bald die ersten Uranzellen bekommen. Sobald ich dann hier die Untergrundbänder habe, die ich benötige, können wir auch das Band bis unten hinlegen.
Wir haben hier schon 200 Uranzellen, die wir mal nehmen und einfügen. Und ich habe mir das ein bisschen angeschaut und es funktioniert soweit ganz gut. Etwas, was wir verbessern können, ist, wenn wir das rote Kabel nehmen, das an diese Kiste verbinden und nicht an diese, dann sind wir etwas besser unterwegs, denn diese Kiste ist meistens voll, während von dieser Kiste, da nehmen wir hier raus und legen es wieder rein. Und hier haben wir sehr oft keine volle Kiste. Aber diese Kiste sollte praktisch immer voll sein, wenn wir nicht diese Kiste befüllen müssen. Und das heißt, dieser Greifarm ist dann öfter befähigt, hier was reinzulegen, denn wir wollen ja einfach sicherstellen, wir haben genügend vom Uran auf Lager, und wenn wir hier die zweite Kiste überprüfen statt die erste, dann überprüfen wir da ja noch mehr. Nun aber wollen wir die Uranbrennelemente mal reingeben und sehen, ob denn unser Meisterwerk hier auch funktioniert. Wir geben hier je 50 rein und so wie das mit Logistik aufgesetzt ist, werden hier nur Brennelemente reingeknickt, wenn wir nicht genügend Dampf hier in den Kesseln haben, sodass die Brennelemente nicht konstant verbrannt werden, auch wenn wir überhaupt keinen Bedarf haben, mehr Dampf zu produzieren. Und es wird ein Weilchen dauern, bis wir die Temperatur erreicht haben. Wir brauchen 465 Grad Celsius, und die Reaktoren sind noch nicht ganz da, und dann dauert es natürlich eine Weile, bis hier die Wärme über die Wärmeleitrohre geflossen ist und ausgetauscht. Aber wir kommen dahin, wir sind gleich schon bei 400 Grad. Und die können, glaube ich, bis 1000 Grad heiß werden. Das heißt, wir sollten hier optimale Temperaturen haben bis ganz nach hinten. Und da haben wir den ersten Dampf, den wir produzieren. Und wenn wir jetzt uns das mal anschauen, dann sehen wir, die Dampfturbinen, die fahren kräftig hoch, während alles andere zurückfährt. Und hier sehen wir, wir können nun über 500 Megawatt Strom produzieren. Bis anhin war das um irgendwo zwischen 70 und 80. Also ein Quantensprung nach oben, auch wenn wir den Strom hier nicht brauchen oder noch nicht brauchen. Aber wir haben dies ja unternommen, weil wir große Pläne haben, namentlich hier solche Schmelzen aufzubauen, die mit elektronischen
Öfen funktionieren, sodass wir nicht überall Brennstoff hinkarren müssen. Und mit dem sollten wir in der Lage sein, zumindest fürs erste Mal den Strom bereitzustellen, ohne dass uns das ganze Netz in die Knie geht. Wir müssen einfach ein bisschen darauf achten, dass uns die Brennelemente nicht ausgehen, denn die müssen wir momentan noch von Hand reinlegen. Derzeit haben wir eigentlich keinen Verbrauch, denn wir forschen nichts und der Verbrauch, den wir haben, ist eigentlich nur das, was wir vom Band nehmen, um irgendwas craften zu können. Abgesehen hier jetzt vom Blei, wo wir auch etwas nehmen. Und wir wollen das ändern, denn der nächste Schritt in der Forschung, das sind dann die Logistik, die hier und insbesondere die Pufferkiste, Anbeterkiste, und hier dann auch die Anforderungskiste. Darauf legen wir es an, aber dafür brauchen wir die beiden, die grünen und die pinken Fläschchen. Und wenn wir schauen, das sieht nicht wahnsinnig kompliziert aus. Messing haben wir noch nicht, aber haben wir ja im Zug von unserer behelfsmäßigen Fabrik für die Reaktoren schon mal hergestellt, habt ihr auch etwas in der Tasche. Flugrobotergestelle haben wir, aber die Express-Fließbänder und die schnellen Greifarme, die brauchen Aluminium und Kobalt, und hier dasselbe plus Bronze. Das heißt, wir brauchen da einiges an Legierungen, und hier, das sieht auch etwas komplizierter aus, denn hier brauchen wir neben Elektromotoren, die wir haben, noch einzelne Dinge, an die wir noch gar nicht gedacht haben. Aber ich denke, das sollte sowieso unser nächster Schritt sein. Und dafür müssen wir uns mal überlegen, wie gehen wir denn die ganzen Produkte an, die wir so noch brauchen. Und ich denke, Messing und Bronze werden das nächste sein. Messing ist Kupfer und Zink und Bronze ist Kupfer und Zinn. Und ich habe mir gedacht, wir werden das alles bei einem Kupferfeld machen. Denn bei einem Kupferfeld können wir Kupfer produzieren und den Kupfer können wir dann gleich mit den anderen Dingen verschmelzen, sodass wir auch diese Ausgangsprodukte haben. Und Zinn haben wir bereits und Zink haben wir hier unten ein Feld und wahrscheinlich gibt es noch weitere Felder, die wir gar nicht aufgedeckt haben. Aber
wenn wir das so hin bekommen wollen, müssen wir an unserem Bahnhof etwas schrauben oder glaube ich, optimieren. Denn unser Setup funktioniert so lange gut, wie wir einen Zielbahnhof haben und wir können mehrere Bahnhöfe haben zum Beladen. Aber wenn wir in die Situation kommen, dass wir quasi mehrere Bahnhöfe haben, die eine Ware akzeptieren, wie dann beispielsweise bei Kupfer. Kupfer soll in diese Bahnhofsreihe mit reinkommen, aber beziehungsweise Zinn. Zinn brauchen wir hier, aber auch da, wo wir Bronze herstellen. So. Und jetzt machen wir das so und das daran. Und da haben wir momentan 460.000 Kohle drin. Das heißt, wir deaktivieren diese Haltestelle, wenn wir oder wir aktivieren sie, wenn wir weniger als 10.000 machen wir 40.000 haben. Das heißt, diese ist derzeit deaktiviert. Und dann kopieren wir das und wir kopieren das, damit wir quasi die Logistik-Änder gratis bekommen. Denn wenn wir das jetzt hier oben bei unserem Zinnbahnhof, der irgendwann da dann auftaucht, hinkopieren. Ja, da ist er. Dann haben wir jetzt die Logistikbänder dran. Deaktivieren. Da brauchen wir Zinn. Und da machen wir auch 40.000. Das heißt, auch dieser ist derzeit deaktiviert. Und wir sehen das hier an der roten Farbe. Und wenn dieser Zug voll ist, wird dieser Zug hier stehen bleiben, denn er hat keinen Bahnhof, den er anlaufen kann. Erst wenn dieser hier nicht mehr rot ist, sondern weiß, dann wird er diesen Bahnhof anfahren. Und damit können wir steuern, wenn wir zum Beispiel für Bronze uns das Zinn ausgeht, dass an dieser Bahnhof angefahren wird. Natürlich, wenn beide Zinn benötigen, dann wird der nächste Bahnhof angefahren, der auf der Route liegt. Aber ich denke, wir haben ziemlich großen Puffer und wir können da ja auch mit dem Signal spielen, wo wir sagen,
ab so und so viel soll ein Zug kommen, sodass das funktioniert. Und wir können dann ja auch mehrere Züge haben. Gut, ich muss diese Logik hier jetzt für alle Bahnhöfe einrichten. Und das mache ich bis zum nächsten Mal. Und dann können wir nächstes Mal schauen, wie wir zusätzliche Metalle hier in unseren Bahnhof und dann auf unseren Bus bringen. Also, bis dann und tschüss!